Ja, hallo zusammen. Heute mal aus einer ganz anderen Stadt in Europa. Wir sind in Belgien, in Brüssel, hier auf der Brüsseler Autoshow von 402. Ja, wir haben eine ganze Menge Autos mitgebracht, werden wir euch später zeigen. Und ja, hier ist richtig was los. Die haben einen richtigen Carwalk hier aufgebaut. Ja, ihr hört richtig, nicht einen Catwalk, sondern einen Carwalk. Wirklich durch die ganze Halle schön hochgebaut, werden die ganzen Autos vorgestellt, waren wir auch schon mit ein paar Autos drauf. Ist wirklich eine tolle Atmosphäre hier, richtig, man kann die Motoren hier aufheulen lassen. Wirklich mega, mega gut hier. Ja, hinter mir seht ihr das Atomium, ja, bekannt in Brüssel. Waren wir leider noch nicht. Wir gucken mal, ob wir irgendwie morgen mal ein bisschen Zeit kriegen, da auch mal reinzugehen. Ansonsten sind das hier wirklich irrsinnig große Messehallen auch. Und die Leute machen das hier zum ersten Mal, haben uns gefragt, ob wir wieder herkommen. Haben natürlich gesagt, klar, machen wir mit. Ja, und ist auch, wir haben einen super Stand bekommen, direkt neben dem Carwalk. Also alles passt hier eigentlich. Und ich muss sagen, auch das Gebäude, wenn ihr euch mal umdreht, finde ich auch mega geil, ist in den 30er Jahren wohl entstanden, ist im Krieg auch nicht wohl bombardiert worden, ist stehen geblieben. Richtig mit so alten Figuren hier, wirklich ganz irre gemacht. Ja, ich will gar nicht lange noch rumreden hier. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Wir sehen uns später. Bis gleich. Ciao. Ja, hier ist der erste Stand, wo wir sind, bei unseren Freunden Chromecast. Ja, die haben wieder sehr viel mitgebracht von der John Player Special Edition. Ich zähle hier 1, 2, 3, 4 Formel 1 Wagen. Stellen wir euch mal kurz hintereinander vor. Fängt hier an mit einem von 1974. Das Auto hat jetzt 50 Jahre auf dem Puckel und ist wohl ein 3 Liter V8. 10.500 Umdrehungen mit einem 3 Liter Motor. Und das 1964 schon 465 PS. Ja, die Leute vom Chromecast fahren ja bei so Spezialevents mit, hauptsächlich in Monaco. Da kann man Teilhaber werden hier bei der John Player Special Edition und dann geht es auch schon los. Dann kann man die buchen bei den Events. Dann kann man wirklich die alten historischen Rennfahrzeuge bewegen. Kommt mal mit, gucken wir uns mal den zweiten an. Ja, geht es gleich weiter, ein bisschen neuer, aber immer noch in den 70er Jahren, 1977. Das Auto von Mario Andretti, wer so ein bisschen älter ist wie ich, kennt ihn noch. Die anderen müssen ein bisschen nachlesen. Wirklich ein super geiler Formel 1 Fahrer. Ja, das Auto hat auch einen 3 Liter V8 Motor mit 20 PS mehr. Also man sieht, in den Jahren ist schon ein bisschen was dazugekommen. Und finde ich auch ein super geiles Auto. Hier sieht man auch, hier sind die noch richtig klein gewesen. Und man muss sagen, im Gegensatz zu den modernen Autos, komm mal her, hier würde ich sogar reinpassen. Guck mal, hier ist richtig Platz. Die neuen Autos haben wirklich hier so 30 cm nur noch. Da könnte ich selbst mit Schmierseife nicht rein. Also das ist wirklich hier viel, viel besser. Ja, die haben eine ganze Menge mitgebracht. Auch ein paar ganz verrückte Rennwagen. Wenn du nur mal drüben rüberschwenkst. Auch so alles Einzelstücke. Das sind alles eine amerikanische Rennserie. Hier auch noch eine amerikanische Rennserie. Denn hier sehr, sehr geil. BMW. Das ist, glaube ich, auch ein ganz seltenes Stück. Das gucken, da ist nicht näher beschrieben. Hier weiß ich, das ist sogar ein Einzelstück, das ist ein Leichtbau BMW. Der hat auch so um die 800 PS und hat auch nur 800 Kilo, also das gab es früher auch schon. Das Ding ist alles fertig zum Renneinsatz. Das Ding fliegt förmlich, aber alles ganz normal. Keine Servolenkung, kein ABS. Normaler Handschalter, also gerissen. Also das ist wirklich ein Wahnsinnsauto, Leute. Ja, würde ich auch mal gerne ausprobieren, aber mit einer Hand ist sowas für mich unmöglich. Müssen wir mal gucken, ob wir da mal irgendwo sind zum Weiterfahren. Ja, gehen wir hier rüber, hier kommen schon die nächsten Formel 1 Autos. Ja, sind wir schon wieder 6 Jahre weiter, 1983. Ist das Ganze schon ein ganz kleiner Turbomotor geworden. Ja, haben wir also nur noch 1500 Kubik Turbo, 12.000 Umdrehungen und haben dann schon 650 PS. Also haben wir schon 200 PS zugelegt durch den Turbo
und die Sitzposition ist unheimlich weit nach vorne hier gerutscht. Man sitzt quasi fast am Vorderrad. Also ganz anders gebautes Auto. Auch wenn ihr euch den Heckflügel hier mal anguckt. Ja, das war damals in der Zeit, wo die ersten Turbos gebaut worden sind. Da sieht man mal Aerodynamik früher. Ne? Man konnte sich nicht anders helfen. Man hat dann wirklich mehrere übereinander gebaut, um noch mehr Anpressdruck zu generieren. Da gehen wir noch einen Schritt weiter. Hier sind wir 1980 wieder ein klein bisschen zurückgegangen. Hier haben wir schon wieder einen naturalen V8 3 Liter Motor mit 485 PS. Und hier auch Mario Andrettis Auto. Aber hier sieht man auch schon, ist Nigel Mansell seine ersten Runden auch schon mitgefahren als Testwagenfahrer 1980. Also ein sehr geschichtsträchtiges Auto. Ich denke mal, der Wagen hier liegt so, ist kein Turbo, liegt das Auto hier so zwischen 5 und 6 Millionen Euro. Habt ihr richtig gehört? Ist halt wirklich Renngeschichte bei und das wird wirklich so teuer bezahlt. Auch hier gibt es Kunden, die sich hier eingekauft haben und das Auto dann bewegen. Der nächste Termin ist im Mai in Monaco. Wer Lust hat, guckt einfach mal auf die Seite bei Chromecast und da könnt ihr auch mal die Rennen mitgucken. Und jetzt geht's weiter. Ja, hier sind wir in einer ganz verrückten Halle angekommen, muss ich euch sagen. Hier stehen haufenweise richtig coole Moviecars. Guck mal hier, zurück in die Zukunft. Sieht echt aus, als wenn er gerade aus dem Film übernommen worden ist. Mega schön. Habe ich damals schon mal am Nürburgring ein Auto gesehen, aber der ist ja wohl total geil gemacht hier. Mit der Antenne auch, wo der das Kabel einfängt an der Uhr, auch innen drin. Fluxkompensator hier, wo man einfach die Bananenschalen und Eier reinschmeißt, damit er richtig Power kriegt. Ja, finde ich ein total gelungener Nachbau. Ja, hier das Auto Go Trabi Go, denke ich mal. Auch schön. Ein originaler Trabi. Harry Potter. Ah, Harry Potter, ach, sorry, ah, da war ich wieder falsch, danke schön. Aber ich habe schon gedacht, hier ist, ja, ja, genau. Und ist gar kein Trabi. Oh, Leute, hatte ich von der Seite ganz anders gesehen. Angel hier, kenne ich gar nicht. Aber auch eine Knutschkugel ist bestimmt auch nur aus Pappe zusammengeklebt. Ja, und hier geht es dann richtig los. Hier drüben, Ghostbusters. Habe ich bei uns in der Flipperbude auch den Flipper von. Total geiler Film. Finde ich gerade der erste Teil. Der hat alles wirklich weggerissen hier. Wirklich ganz cool gemacht. Oben auch. Den ganzen Sachen drauf. Mega, mega cool gemacht. Er ist Scooby-Doo. Familienauto. Kleiner Suzuki-Van. Auch nicht schlecht. Dann hier haben wir ein Polizeiauto. Kenne ich gar nicht, die Filmreihe. Dukes Hazard. Ein Duke kommt selten allein, oder nicht? Ein Duke kommt selten allein. Ah ja, siehst du, da hast du wieder mehr Ahnung von wie ich. Dann hier auch ein riesen Ami-Schlitten, weiß ich auch gar nicht, von wem der ist. Auch. Auch genau dasselbe von dem. Ah ja, das sind, die gehören alle zusammen. Ah, auch schön. Sehr, sehr schön. Ja, hier drüben geht es schon weiter mit Cars. Haben sie einen Ford. Ein Ford GT hier, ein bisschen umgebaut. Auch cool gemacht mit den Augen. Dann auf dem Highway ist die Hölle los, dahinter Burt Reynolds. Auch schön uralter Film. Dann hier Magnum Ferrari 308. Legende geworden durch den Film. Auch super, super schön. Auch sehr, sehr geil. Dann hier Bumblebee. Ja, da müsste man echt jetzt so eine Hydraulik einbauen, dass das Ding sich jede Stunde mal so aufbaut. Aber da sieht man es ja aus dem Film. Auch sehr, sehr schön. Ja, dann hier zwei Autos von Mr. Bean. Die kennt ihr ja alle aus dem Fernsehen. Einmal, wo er seinen Sessel gekauft hat und dann von oben lenkt und so. Finde ich auch mega geil. Schöne Filmszene. Oder hier das kleine Auto, was dann umkippt. Auch nicht schlecht. Auch sehr, sehr cool. Und hier, ja, alle kennen die Szene, wo er hinten durchgerast wird. James Bond war der Film mit Roger Moore und mit Grace Kelly in der Hauptrolle. Auch super. Ja, also hier seht ihr jetzt richtig was los. Jede Halle hat so ein bisschen was Spezielles. Ich würde sagen, jetzt suchen wir uns noch mal ein paar Supercars. Kommt mal mit.
Ja, hier sind wir an einem Stand angekommen in einer wieder anderen Halle. Und zwar gibt es hier 70 Jahre Corvette. 1953 hat das mal angefangen mit der C1 hier. Kennt man auch aus dem Film Christine. Ist so ein Horrorfilm, wo das Auto so ein eigenes Ich hat. Leute überfährt und so und dann auf seinen Eigentümer eigentlich verliebt sich in seinen Eigentümer und bringt dann die Frau um und all so Scherze. Ja, hier geht schon weiter mit so einer C2, die ist aber richtig umgebaut, so ein richtiger Rennsemmel, sag ich mal. Gab es ja auch damals noch mit einem Splitfenster hinten, die ist jetzt durchgehend, aber auch schön gemacht, schöne Sache hier mit Sidepipes. Dann haben wir hier die C3. Ja, die kennt man eigentlich aus vielen Filmen. Die ist wirklich weit rumgekommen, sag ich mal. Dann haben wir hier schon Z4. Wieder ein bisschen moderner geworden. Ist so schön. Hier kann man sich so die ganze Reihe von den ganzen Corvettes angucken. Haben wir hier die C5. Das war dann auch schon Jubiläumsmodell. Dann haben wir da die Z6. Ist auch hier die Z06. Die sehr sportliche. Da gab es damals noch die Z1. Das war so ein richtiger Überflieger. Ja, und dann kommen wir zu den ganz neuen. Die steht in der Mitte da in Rot. Einmal in Gelb noch. Die Z06 und dann, oder Z1 sogar. Z07, ja genau. Und da dann die Z08, die ganz neue, dann als Mittelmotor. Bis zur Z07 hatten sie ja den Frontmotor. Und dann später, die jetzt gebaut wird im Moment, ja dann mit Mittelmotor. Muss ich sagen, für das Geld ein wirklich geiler Sportwagen. Ich habe mir auch schon immer mal überlegt, mal einzusteigen, eine schöne gelbe Corvette mal zu kaufen, schwarz Carbon. Ja, irgendwie sind immer dabei geblieben. Vielleicht. Aber hier gibt es noch mehr geile Karren, kommt mal mit. Ja, hier sind auch noch ein paar schöne Autos aufgetaucht. Hier hinter uns haben wir einen 570 GT4, aber wohl mit Straßenzulassung, auf jeden Fall in Belgien. Hat hier sehr schöne Flaps in Carbon verbaut, Carbon Front, wirklich sehr, sehr schön, in Orange, natürlich einer meiner Lieblingsfarben. Dann hier schön das Dach, komplett schwarz, hinten Heckflügel auch in komplett Carbon, steht ja auch groß drauf, 75 GT4 und hier auch Heckdiffuser auch in Carbon, allerdings nicht wie bei uns hier beim 620R, wir haben ja wirklich alles in Carbon, hat man hier ein bisschen weggelassen. Ja, ein ganz verrückter Golf, auch verrückt foliert, sag ich mal. Nach der Auspuffanlage Käfig eingebaut, geiles Fahrwerk, sehr tief. Ich denke mal, der hat auch ein bisschen mehr Power. Dann haben wir hier ein TTRS, auch mit einem Heckflügel aus Carbon, in schwarz matt beklebt, ist auch Folie drauf. Haben wir hier noch ein Audi RS3, ich denke mal, das ist ein ganz neues Auto. Sind innen die Sitze noch mit Folie. Ja, und dann geht es hier drüben schon los. Schön Targa Corvette Z08 als Targa, ein deutsches Auto in einem hellgrau, dann daneben direkt ein Huracan, ist denke ich mal auch foliert, so in einem grünen Metallic, ganz cool, guck hier, Sitze, also Wuschel dran geklebt, naja, was soll ich sagen, wer es mag, ne? So wird immer Aufmerksamkeit erregt. Ja, hier nebenan ein 27S. Unser Monster, ein bisschen Carbon dran, Haube in Carbon, hinten sich den Heckflügel auch in Carbon, dann aber leider keine Sennersitze drin, normale Sportsitze. Daneben direkt unseren 12-Zylinder Roadster von Lamborghini. Ja, ist eigentlich eine schöne Farbe, ich denke mal, das ist nicht foliert, das lackiert, sieht gut aus. Schön die Sitze auch, gleichfarbig, schön abgesetzt, sehr, sehr schön gemacht. Und ein Mercedes, auch als Roadster. Ja, hier haben wir so die Freizeitfraktion, sag ich mal, stehen. Alles Autos, womit man natürlich schöne Touren drehen kann. Ja, was soll ich euch sagen, das vermisse ich so ein bisschen. Ich freue mich schon drauf, wenn wir Frühjahr kriegen, April, Mai, die ersten Touren losgehen. Ja, hier drüben sehen wir direkt einen Rennwagen, auch ein Lamborghini. Ich denke mal, es ist ein Evo 2. Der ist ein bisschen mehr noch gespeckt wie unserer damals, den wir hatten. Kennt ihr ja noch aus den alten Videos, sonst guckt einfach mal nach. Hat man ja auch mal ein sehr geiles Auto, allerdings ein normal, noch kein Evo 2. Dahinter sehr, sehr schön, finde ich sehr geil. Ganz einfaches Auto, aber sehr schön gemacht. Ein 360 Challenge. Ach Quatsch, ein 430 Challenge, habe ich von der Seite falsch gesehen, Leute, sorry.
Ist sogar zu verkaufen hier, 120.000. Oh, ist zwar schon was Geld für einen Rennwagen, aber geht noch so. Ja, muss ich sagen, sehr schönes helles Rot, wie vom Formel 1 Stall. Jetzt guckt euch mal den riesen Heckflügel hinten an. Sehr, sehr schönes Auto. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Hier gibt es wirklich viel zu sehen. Bis gleich. So, jetzt sind wir bei uns hier in der Halle angekommen. Hier ist es natürlich ziemlich laut. Hier ist der sogenannte Carwalk. Der wird wirklich ständig, werden hier Autos draufgefahren, vorgestellt. Mega geil, habe ich so noch nie erlebt. Man hört ja, hier ist richtig Action. Hier geht es auch schon wieder los. Die fahren jetzt auch schon wieder raus. Wir sind hier auf dem Stand von Barbie und Ken. Ihr habt da richtig gehört. Barbie und Ken sind zwei, die haben sich gefunden und haben auch so die ganzen Autos hier foliert. Man sieht schon, für Barbie ein Audi R8 in rosa. Aber alles wirklich geile Karren. Auch sehr, sehr schön gemacht. Nicht einfach billig, sondern wirklich cool. Alles foliert. Hier, da denkst du schon, Mercedes, GTR. Dann auch schön, sehr schön. Habe ich noch nie gesehen in rosa. Eine sehr geile G-Klasse. Und ja, da läuft im Moment die Alarmanlage. Ja, Leute, hier ist die Hölle los. Ich hoffe, ihr versteht überhaupt was. Ja, dann haben wir hier noch einen Huracan stehen. Und von Ken, der hat ganz coole Karren. Gehen wir mal rüber, auch wieder ein Mercedes GTR. Getuned, nennt sich Hulk. Hat er auf dem Nummernschild stehen, in Belgien geht sowas. Hat wirklich 1050 PS und 1400 Newtonmeter Drehmoment. Die Karre muss auch schweinig gehen. Wir haben eben mal verabredet, dass wir uns mal in Spa sehen, nehmen wir euch natürlich auch mit. Ja, dann haben wir hier ein ganz seltenes Teil. Eine Viper, aber eine ACR. Wirklich ganz selten, wird mittlerweile auch richtig hoch gehandelt. Ja, entschuldige ein bisschen die Stimme, aber ich bin den ganzen Tag schon am Schreien hier. Es ist hier so laut, aber im positiven Sinn. Auch hier riecht es nur nach Benzin, also das nächste Mal müsst ihr wirklich hier vorbeikommen. Mega geil, die Messe hier. Ja, dann haben wir hier noch eine ganz alte RT10. Auch mit Heckflügel. Die fahren jetzt gerade auch wieder raus hier. Also ein mega geiler Stand. Ja, gegenüber von Barbie & Ken hier. Auch noch ein schöner Stand. Oh, hier geht's wieder los. Bugatti Veyron 488, Ferrari Spider. Schöner Lamborghini. Dann noch ein Maserati MC20 Cielo, wie unserer, in Grau gehalten. Dann haben wir hier einen sehr schönen F8 Spider stehen. Ja, nochmal Lamborghini, zwei Stück, noch ein STO daneben, gleich in Grau. Und ihr seht da, schöne Maschine. Kawasaki, klein, aber immerhin. Und dann hier die Irrsinnskarren, die machen einen Krawall hier. Skyline R, das ist so mehr was für Julian hier, ne? Das ist natürlich wirklich super gut. Komm mal mit über den Carwalk noch drüber. Auch nicht schlecht hier. Komplett alles unterschrieben. McLaren Wins. Cool. Ja, ein 812er hier neben uns. Alle mit offenen Auspuffanlagen. Es ist echt zu laut. Wir gehen mal weiter. Ja, hier seht ihr das nochmal, was ich eben gesagt habe. Carwalk, mega geil, so 1,5 Meter hochgebaut hier, wo die Autos sich schön hinstellen können. Da kann man die erklären, also es ist wirklich mega, mega schön gemacht hier. Habe ich so oft noch keine anderen Messe erlebt. Und hier darf man wirklich alles, wie ihr das hört, richtig Gas geben. Also das ist wirklich eine Messe für euch, ich sag's euch. Also nächstes Jahr müsst ihr auf jeden Fall dabei sein. Ja, und Tim, euch bekannt als Schmie, ist natürlich auch hier auf der Messe. Habt ihr in den Werbungen auch gesehen, hat hier auch sein Plakat bekommen, wie wir. Und er ist hier mit seinem Ford GT.
Und jetzt mach mal hier auch kurz Schluss, mach mal kurz eine Pause, gehen zu unserem Stand, weil wir haben uns genau verfehlt und Tim ist im Moment bei mir und ich bin bei ihm, das passt nicht so ganz, kommt mal mit. Ja, auch diese Woche wieder ein Ende. Brüsseler Motorshow hat mir super gut gefallen, muss ich sagen. Haben die Jungs hier irre gut gemacht von 402. Fürs erste Mal, muss ich sagen, mega. Ich möchte nicht wissen, was hier in 3-4 Jahren los ist. Einfach einzigartig. Ja, ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Läutet die Glocke, abonniert am besten den Kanal, verpasst da kein Video. Der Julian hat wieder mega geile Videos hier gedreht für euch, Carporns gemacht und waren auch tolle Autos hier. Ja, ich muss sagen, Schmi haben wir jetzt gerade noch getroffen, waren wir eben am Stand, haben uns so ein bisschen verfehlt, dann war er bei uns. Ja, haben jetzt nur mal kurz gequatscht, aber da wird einiges kommen. Der meldet sich im Februar. Ich denke mal, da werden wir einiges zusammen drehen. Wollen einiges zusammen machen. Er fand auch ganz spannend, was wir so tun, so als Hobby nur. Und ja, ich denke mal, da müsst ihr auch am Kanal bleiben. Das wird sehr, sehr gut werden. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Geht auf jeden Fall mein Instagram. Da haben wir sehr viele Videos hochgeladen hier von der Messe. Sehr interessante Sachen dabei. Guckt einfach mal durch. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis bald. Ciao.